Gerade kam ein großes, großes Paket an und zwar unser neues Bällebad ist da. Ja, das habe ich da schon hingestellt. Das soll sich gerade erstmal ein bisschen, der Boden soll sich setzen. Und ja, die Bälle sind einige. Ich glaube, es sind 300 Bälle dabei gewesen. Die Bälle werden jetzt erstmal alle in die Badewanne gesteckt und durchgewaschen. Und ich habe hier Hilfe. Hilfst du mir mit, meine Maus? Ja, deine, ne? Für euch. Aber erstmal müssen wir sie waschen, Schatzi. So, Bällebad. Ja, Bälle, ne? Schau mal. Waschen wir jetzt alle einmal durch, ne? Ja, das machen wir schon. Doch, 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 doch. Ja, im Ball, ne? Schau mal, den mache ich gleich trocken. Die Problematik an der Sache ist gerade, dass Hannah ein sehr ordentliches Kind ist und sie meint jetzt, sie hilft mir, wenn sie die Bälle immer wieder da reinlegt, die ich abgetrocknet habe. Deswegen sind wir noch nicht so weit gekommen. Schatzi, du machst das ganz toll, wie du aufräumst, aber eigentlich wollte ich die rausholen aus der Wanne. Du hilfst mir ganz, 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 ganz toll. Ja, super machst du das. Wir haben auch schon ganz viele Bälle abgetrocknet, ne? So viele sind es ja nicht mehr. Ja, Mami macht das schon. Ja, wir vertreiben uns schon die Zeit. Die Magie der Bällebäder. Ich habe noch gar nicht alle Bälle drin. Ich glaube erstmal 50 oder so und schon sitzt Hannah mittendrin. Ich würde sagen, es gefällt ihr. Ja? Sind noch gar nicht so viele Bälle drin, ne? Da kommen noch ein paar mehr. Aber anscheinend ist das schon cool. Ist das cool? Ja, ne? Ach ja, noch eine Neuerung bei uns. Unser Tippi-Zelt ist da. Das waren die zwei Sachen, die ich mir letztes Jahr schon rausgesucht hatte, die ich auf jeden Fall kaufen will. Einmal dieses Tippi-Zelt und einmal hier das Bällebad. Aber ich habe gesagt, erst nach Weihnachten, wenn der Baum hier weg ist. Und das war jetzt im Angebot gewesen für, ich glaube, um 3 Euro im Angebot. Naja, also nicht erwähnenswert. Aber ich habe es jetzt trotzdem schon bestellt. Und das war bei Wayfair total im Angebot. Das ist jetzt 40 cm hoch. Ursprünglich wollte ich 30, aber das 30er war ausverkauft. Und habe ich gedacht, naja, die Kinder sind groß. Hannah ist jetzt schon groß, wenn man sieht, wie sie da sitzt. Sie ist alleine reingekommen. Sind die 40 cm okay? Und ich glaube, es sind 300 Bälle. Das hätte normalerweise, glaube ich, 120 oder 130 Euro gekostet und war jetzt auf, ich weiß es gar nicht, 69 oder so. Also wirklich ein super Preis. Also ich kann echt nichts sagen. Ja, und das scheint zu gefallen. Komm, das auch? Ja, da helfe ich ein bisschen. Guck mal, das war lang. So, was haben wir noch? Schau mal hier. Die Strumpfhose, genau, die muss mit rein. Und das da. Guck mal, das auch. Ja, alles mit rein. So, der noch? Da, halt, stopp, stopp. Da, guck mal. Da. Was haben wir noch? Das da. Oh, sowas Großes. Schau mal, kriegst du das rein? Ja, ein Farb- und Schmutzfangtuch, das kommt auch noch rein. Machst du das? Ja, fantastisch. Super. Ganz toll. Ja, ist schon okay. Ja, genau. Schön reinstopfen. Machst du super. Und dann, schau, Tür zu. Magst du zumachen? Hand raus. Finger raus. Ja, feste drücken. Ja. Nein. Warte, schau mal. Erst hier. Erst das Waschmittel. Der Hygienespüler. Und jetzt machst du zu. Ja, super. Wo drückst du? Nee, erstmal die Waschmaschine. Das ist der Trockner. Hier, da. Ja, der Trockner später. Wenn die Waschmaschine fertig ist, kommt alles in den Trockner. Ja. Dann, okay? Du darfst ihn dann anmachen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, mein Mann ist gerade mit den Kids los zu seiner Mutter. Sie wird nämlich am Montag für 3 Wochen verreisen. Und damit sie noch mal sehen, sind sie heute hin. Und ich habe ein paar Sachen zu erledigen. War jetzt unterwegs und bin jetzt gerade wieder da und habe mir gedacht, ich ziehe mich jetzt um und gehe joggen. Jawohl. Denn die Sonne kommt gerade raus und es ist richtig schön. Ich habe gerade richtig, richtig Lust, laufen zu gehen. Ich werde mich jetzt umziehen, habe aber gerade noch meine Aufgebrauchtüte im Schlafzimmer gesehen und vielleicht
drehe ich euch jetzt gleich mal schnell ein Aufgebraucht-Video oder im Vlog-Style einfach ganz, ganz schnell zeigen, weil das ist eine ziemlich volle Tüte und die habe ich jetzt schon die ganze Zeit und die nervt mich, die muss weg. Deswegen glaube ich, ich filme das jetzt schnell ab, ziehe mich jetzt um, filme das ab und mache mich dann auf den Weg zum Joggen. Und ich hoffe, wenn ich mich wieder melde, habe ich das Aufgebraucht-Video endlich gedreht. Schauen wir mal. Ich habe heute nämlich einiges zu tun und auch gar nicht so viel Zeit, weil um 16 Uhr sind sie schon wieder hier und holen mich ab, weil heute ist der vorletzte Tag von Annabels Intensivschwimmkurs. Es waren ja 10 Stunden über 11 Tage. Mittwoch war Pause. Und heute ist die vorletzte und ich möchte endlich auch mal mit. Das ging ja letzte Woche nicht, weil mein Mann hat Annabelle ja immer direkt abgeholt vom Kindergarten und ist mit ihr dahin. Und Hannah und ich hatten ja kein Auto letzte Woche. Das heißt, wir waren auch nur zu Hause. Wir haben nur Hausarbeit gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch ein paar Sequenzen eingeblendet habe vom Bällebad. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn dann wahrscheinlich ohne Einleitung, ohne irgendwas, einfach nur ein paar Sequenzen, weil ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt zu filmen, weil wir waren wirklich nur hier Hausarbeit machen. Hannah hat mit mir die Waschmaschine eingeräumt, ausgeräumt, angemacht, Wäsche sortiert, hat mir die Spülmaschine beim Ausräumen geholfen. Also die macht schon ganz tolle Hausarbeit mit. Das ist super süß. Und wir waren eigentlich nur zu Hause, es hat ja auch nur geregnet, also ein paar Spaziergänge, das war's. Also sonst war wirklich nichts los. Und ich war jedenfalls noch nie bei Annabels Schwimmkurs dabei und ich habe viele Videos gesehen, aber ich möchte sie auch einmal live sehen, weil sie ist ja mit die Jüngste im Kurs und wohl auch mit die Beste. Also sie hat es schon geschafft, in der 6. Stunde ohne alles zu schwimmen, ohne diese Schwimmnudel, ohne Brett, ohne Schwimmgürtel, ohne alles. Nur 2 Bahnen erstmal, weil super anstrengend, aber ja, das macht sie schon ganz toll und sie hat auch echt Kraft wohl. Also sie hat wohl in den Armen richtig Kraft, sie gibt richtig Gas und sie hat richtig Ehrgeiz. Wenn ein anderes Kind neben ihr schwimmt, dann will sie unbedingt schneller sein. Ja, und ich möchte mir das heute auch gerne mal angucken. Also fahren wir da alle hin. Mein Mann beschäftigt sich mit Hannah und ich kann ihr mal beim Schwimmen zuschauen. Ja, freue ich mich, dass ich das auch mal sehe, genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, umziehen, Video, raus. Montag hat mein Mann frei. Da haben wir morgens um 10 einen Termin am Grundstück mit dem Garagenbauer. Der will sich die Zufahrt und das alles mal angucken, wie es da aussieht. Und dann sagt er uns ganz genau, wie, was, wann, wo. Und wenn wir dann den offiziellen Baubeginn haben und ihm den Bauplan zeigen, kann er uns auch sagen, wann er die Garage liefert. Genau, ist eine Fertiggarage. Oh, Leute, ich liege gerade und strecke meine Beine. Oh Gott, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich gerade total verkürzt. Ich strecke gerade Hände und Beine in die Luft und finde es irgendwie total angenehm. Sieht total affig aus gerade, aber ich finde es gerade irgendwie nötig. Ich muss jetzt laufen gehen. Wir gucken uns Montag übrigens noch ein Auto an. Das ist nämlich dort in der Nähe. Wir gucken jetzt schon nach dem Zweitwagen. Wir wissen ja, was wir haben wollen. Und welche Farbe. Und ja, es gibt auch ein paar in der Nähe von Kassel. Aber Kassel ist halt eine blöde Fahrerei, ne? Mit den Kindern. Das ist ein bisschen doof. Wir gucken uns den mal an. Der kostet ein bisschen mehr, als ich eigentlich bezahlen wollte. Der kostet 1000 Euro mehr. Aber dafür ist es auch eine Tageszulassung. Der hat keine 100 Kilometer drauf. Was hat er denn? 10, 20? Ich weiß nicht. Aber der ist quasi neu. Und da ist auch fast alles drin. Mehr, als ich eigentlich wollte. Bis auf eine Sache. Aber die ist nirgendwo standardmäßig drin. Ja, den gucken wir uns mal an, ob er gefällt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau, aber wir brauchen den jetzt langsam. Es ging jetzt die ganze Zeit ohne. Ich hatte ja bis vor einiger Zeit noch meinen Mii, aber den habe ich ja abgegeben. Was auch gut ist, der wäre jetzt zu klein, weil wir wollen ja einen Wagen, den mein Mann auch fahren kann. Und mein Mann muss halt auch ein Auto haben, wo hinten die Kindersitze rein können und er trotzdem Platz für seine Beine hat. Der hat ja so lange Stelzen und so anders. Das Problem habe ich nicht. Aber deswegen, so ein ganz kleiner wird auch gar nicht gehen. Das ist eine gute Kombi. Und der gefällt mir auch gut und das, der wird dann hauptsächlich meiner sein, denke ich mal. Den werde ich hauptsächlich fahren. Aber jetzt in den nächsten Monaten, denke ich, werden wir den brauchen. Und ich merke es jetzt auch, weil jetzt öfter auch mal sowas ist mit Annabelle, dass die länger im Kindergarten bleiben möchte. Oder dass sie, also fast mittlerweile schon so lang, dass mein Mann sie mit heimbringen kann. Möchte sie so. Und es wird auch immer mal wieder sowas sein wie jetzt dieser Schwimmkurs und dann brauchen sie das Auto. Beziehungsweise sie brauchen es nicht, aber ich möchte nicht, dass sie dann abends noch mit der Bahn rumgurken. Das wird für Annabelle dann so lang. Ja, da brauchen sie das Auto und dann haben Hannah und ich halt keins, ne? Das ist auch ein bisschen doof auf Dauer. Mal ist es okay, aber immer, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir gucken jetzt schon nach dem Auto. Und wenn dann der Bau erstmal richtig losgeht, ja. Und dann auch in den Folgemonaten, wir werden einen brauchen, deswegen gucken wir jetzt schon. Wir haben keinen Stress, aber wenn wir einen finden, sehr gut. Jawohl.
Baubeginn, bevor ihr fragt, ich weiß es noch nicht. Also ich weiß es ungefähr, aber wir haben noch nicht den genauen Tag. Wir haben es ungefähr, da muss es losgehen, das ist so geregelt, aber wir haben den genauen Tag noch nicht. Sobald wir das haben, werde ich es euch natürlich auch mitteilen. Aber noch haben wir es nicht. Ich bin halt nur mal gespannt, wie es am Ende ausgeht mit dem Haus, weil wir rutschen so nah ans Jahresende jetzt. Schauen wir mal. Egal, Hauptsache es wird gebaut und es geht bald los. Und ja, wir freuen uns. Und jetzt höre ich auf zu schnacken. Es sind nämlich schon wieder 10 Minuten vergangen und mache mich auf den Weg. Auf geht's, joggen. Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich liege hier gerade auf dem Boden. Ich bin durch. Und mir tun die Füße weh. Der eine zumindest. Ich hatte ja nur diese blöden Primark-Turnschuhe für die Halle. Oder fürs Fitnessstudio sind die voll okay, aber das sind halt keine richtigen Laufschuhe. Das merkt man einfach an der Sohle. Ich brauche unbedingt wieder meine aus dem Auto, weil das war möglich, aber ich glaube, es ist nicht so cool. Genau, ich liege jetzt hier gerade auf der Couch, also mit den Beinen auf der Couch und chill hier gerade so vor mich hin. Ich muss jetzt noch ein paar Sit-Ups machen. Ein, zwei Übungen und dann schnell duschen und dann arbeiten. Damit ich noch ein bisschen was schaffe. Es ist gleich 1 Uhr. Ich habe noch 3 Stunden Zeit und die will ich auf jeden Fall nutzen. Vielleicht kriege ich ja auch den einen Vlog endlich mal fertig von Weihnachten, damit es endlich mal weitergeht. Schauen wir mal. Auf geht's. Keine Müdigkeit. Weiter läuft's. Ah, sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen dunkel ist, aber es ist total zugezogen draußen. Ich wollte euch nur schnell zeigen, gerade kam ein Paket von MyToys, und zwar Annabels neue Badeanzüge, beziehungsweise soll sie die mal anprobieren. Der ist einfach von den Farben her total cool und der ist mit Schimmer und Shine. Das sind 2 Genies, ja. Steht sie momentan voll drauf, gibt es auch als Serie auf, ich weiß gar nicht, Prime, glaube ich. Wir haben auch die DVD davon, findet sie total toll. Schimmer und Shine und ja. Der Badeanzug musste natürlich mit. Die muss ich jetzt mal anprobieren, weil der jetzige, der ist ihr einfach schon zu klein. Und das ist jetzt eine 100, ich glaube, das ist 116, 122, ja. Genau. Ja, schauen wir mal, ob es ihr gefällt. Den wird sie lieben auf jeden Fall. Und der, ja, sind einfach total schöne Farben. Gut, schauen wir mal. Bist du stolz auf unser Kind? Ja, schon die ganze Woche. Ist die ganze Zeit geschwommen heute, wirklich. Mhm. Die ganze Zeit. Die haben wirklich nur wenige Pausen auf der Treppe gemacht. Die meiste Zeit ist echt Bahnen. Oh. Sind wir stolze Eltern? Selbstverständlich, das sind wir aber immer. Oh, sind wir besonders stolze Eltern? Ja, immer. Immer. Oh, was denn? Ja, es ist jetzt keine Pausen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist gerade 5.30 Uhr und ich bin schon wach. Ich sitze hier gerade auf dem Sofa, ich lüfte gerade. Und dann werde ich mich noch ein bisschen an die Arbeit setzen. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit und die Kids schlafen noch eine Weile, aber die waren ja spät im Bett. Auch Hani, deswegen hoffe ich, ich habe noch ein bisschen Puffer, um ein bisschen was zu machen. Ich glaube, ich melde mich auch nur jetzt heute Morgen, weil ansonsten bekommen wir ja nachher kurz Besuch. Und dann werde ich noch bügeln, arbeiten, ein bisschen aufräumen, ausmisten und ich denke ansonsten, wenn wir nur spielen und uns ausruhen, wenn heute Abend noch mal schwimmen ist, wenn es denn klappt, dass wir heute hingehen. Wäre aber schön, weil es das letzte Mal ist und ich denke, wir werden ganz entspannt heute zu Hause bleiben. Ich denke, deswegen gibt es nicht mehr viel zu berichten. Und ja, ich bin noch gerade erst aufgestanden. Ich habe nicht in der Nacht gearbeitet, weil, also, wir sind gestern vom Schwimmheim und da waren beide Kinder natürlich müde. Klar, für Hannah war es spät und für Annabelle, die war einfach durch. Die war komplett durch. Normalerweise snackt sie auch nochmal vorm Schwimmen, also eine Brezel oder irgendwas anderes, das ihr Energie gibt. Das hat sie diesmal nicht gemacht, weil sie lange geschlafen hat. Sie ist ja auf dem Heimweg von der Schwiegermutter eingeschlafen. Als sie mich abgeholt haben, hat sie durchgeschlafen. Den Weg dorthin hat sie geschlafen, also über eine Stunde hat sie geschlafen. Und hat daher auch keinen energiehaltigen Snack mehr zu sich genommen. Und das hat man einfach gemerkt. Sie ist viel geschwommen gestern. Sie ist super geschwommen. Ich bin ganz stolz. Klar, die Froschbeinchen sind noch ein bisschen schwierig für die Kinder. Da tun sie sich noch schwer. Aber sie ist viel geschwommen gestern. Erst ohne Gürtel und dann mit Gürtel. Aber ganz, ganz viel. Also eigentlich fast die ganze Zeit. Also das ist Wahnsinn für so ein kleines Kind. Muss das unheimlich anstrengend sein. Aber hat sie toll gemacht. Hat sich durchgebissen. Aber man hat ihr angesehen, dass sie gestern wirklich fertig war. Ja, ist aber dann nicht eingeschlafen, muss ich sagen, dann ist sie nicht eingeschlafen, erst wieder zu Hause im Bett, sie war aber wirklich kaputt.
Hanna dagegen hat sofort geschlafen. Aber beide nicht im Auto eingeschlafen. Ja, und nachts war sie jetzt ein bisschen warm. Also wir wissen nicht, ob sie vielleicht ein bisschen Temperatur hatte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie krank ist. Ich habe eher das Gefühl, dass ihr Kreislauf gestern ein bisschen überfordert war, dass sie vielleicht auch nichts gegessen hatte, dass es anstrengend war, dass sie müde war. Man hat eher das Gefühl, dass es körperlich ein bisschen anstrengend war und dass es daher kommt. Entschuldigung, kurzer Gähner. Schnitt. Ja, deswegen mal gucken, wie es ihr heute geht. Sie ist jetzt im großen Bett und schläft ein bisschen unruhig. Wir hatten jetzt aber auch Vollmond und die letzten zwei Nächte war Hanna unruhig. Dafür schläft sie heute wie ein Stein, dafür ist Annabelle unruhig. Aber ja, sie ist jetzt im großen Bett, aber sie tritt um sich und drückt mit ihren Füßen überall hin. Und jetzt nach ein paar Stunden habe ich gesagt, ich stehe jetzt auf. ja, mal gucken, ob wir heute zum Schwimmen können. Das ist das letzte Mal, es wäre schon schön. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie es ihr heute geht. Einfach mal beobachten. Genau. Und ich konnte auch nicht wach bleiben heute Nacht. Es ist nämlich so, mein Mann hat gestern in der Wohnung noch ein bisschen was gewerkelt. Ich habe gearbeitet. Dann habe ich mich so gegen 9:15, 9:30 abends, also mal kurz auf die Couch gelegt. Eigentlich nur so aus, mir tun die Füße weh, vielleicht auch vom Joggen, weil ich hatte ja keine richtigen Laufschuhe an. Ich hatte ja nur die blöden Primark-Turnschuhe an, die eigentlich nur für die Halle sind und nicht meine Laufschuhe, weil die ja im Kofferraum vom Auto waren, das ja nicht hier war. Und ich wollte halt unbedingt laufen, aber es sind halt keine richtigen Laufschuhe, das habe ich halt gemerkt. Mir taten irgendwie Füße weh und ich war müde und total erschlagen irgendwie, weil in diesem Schwimmbad hat es natürlich gefühlte 55 Grad. Also ganz ehrlich, da ist Saunatemperatur drin. Klar, die Kinder sollen ja nicht frieren, ist ja auch spät abends, da muss es warm sein, da ist auch immer fürs Babyschwimmen sehr warm. Also ist so tropische Saunalandschaft. Ich habe da drin gesessen und als wir zu Hause waren, habe ich mich gefühlt, als ob ich selber geschwommen wäre. Langsam glaube ich, das ist vielleicht der Wassergeruch und der Schwimmbadgeruch. Das ist vielleicht wie so ein Trigger, habe ich das Gefühl im Hirn. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe so einen Kohldampf, als wäre ich selber geschwommen. Und fühle mich auch so erschlagen, als wenn ich selber die ganze Zeit geschwommen wäre. Also total komisch. Also es war wirklich strange. Habe mich dann hier auf die Couch gelegt, eingeschlafen. Nur so 15 Minuten, da kam mein Mann rein, hat irgendwas gefragt. Und ich so, ja, ich bin da. Wieder gegähnt. Habe ich gesagt, ich stehe gleich auf. Mich umgedreht, weiter geschlafen. Das nächste Mal, als ich aufgewacht bin, war es, weiß ich nicht, 10:30 oder sowas. Und mein Mann saß schon hier, hat gesagt, ja, du schläfst ganz gut, wollen wir eine Folge bei uns gucken? Ja, ja, klar. Angemacht, ich glaube, die lief noch keine 2 Minuten, habe ich wieder geschlafen. Und als ich dann das nächste Mal wach wurde, war es fast 2 Uhr. Und saß mein Mann hier noch. Habe ich nur gemeint, wollen wir mal ins Bett? Ja, ja. Ich habe gesagt, ich kann bestimmt nicht mehr einschlafen. Wenn ich jetzt so viel geschlafen habe, bin ich ins Bett, zack, weg. Ich bin zwar nachts mal wach geworden wegen der Kinder, aber ich glaube wegen Annabelle oder wegen, weil Hanna gegessen hat. Keine Ahnung. Und dann habe ich sofort weiter geschlafen. Also wie ein Stein. Jetzt geht es mir ganz gut. Ich hätte aber, glaube ich, noch mehr schlafen können jetzt. Also irgendwie war ich komplett durch. Keine Ahnung. Also mit Arbeit war nicht mehr viel. Also ich habe gestern gearbeitet, aber ich wollte halt eine überdurchschnittliche Schicht einlegen. So war richtig. Wie am Tag vorher auch schon. Es war leider nichts. Deswegen werde ich jetzt mal anfangen. Das war jedenfalls unser Abend gestern. Es war total merkwürdig. Ich war so erschlagen. Also total merkwürdig. Also ganz komisch. Genau. Gut. Soviel zur Geschichte. Und ich denke, das ist auch die einzige Wortmeldung, die heute kommen wird. Weil ich denke, dass es sonst nicht viel zu berichten gibt. Ich denke, das nächste Mal melde ich mich. Naja, mal gucken. Vielleicht melde ich mich am Abend nochmal, wenn, falls Annabelle zum Schwimmen geht mit Papa. Vielleicht melde ich mich dann nochmal kurz, wenn Hani im Bett ist. Mal gucken. Ansonsten, vielleicht melde ich mich morgen, wenn wir am Grundstück sind. Mal gucken. Oder uns das Auto anschauen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Am Grundstück kann ich euch ja nicht viel zeigen. Weil, ja, die genaue Umgebung möchte ich ja jetzt nicht unbedingt zeigen. Und ich will natürlich auch nicht genau auf die anderen Häuser draufhalten, die dort gebaut werden. Ich meine, eigentlich erkennt man da ja nicht, wer da wohnt. Und es sind Rohbauten. Aber ich finde immer, das gehört sich nicht. Deswegen, das werde ich nicht machen. Aber mal gucken, ob ich euch irgendwas zeigen kann. Kurz einen Rundumschwenk. Ich weiß es nicht. Ansonsten werde ich euch natürlich, sobald bei unserem Grundstück was passiert, auch was zeigen. Da habe ich ja was, wo ich draufhalten kann. Aber aktuell ist es halt immer noch die Erde. Und ich denke, der Garagenbauer läuft halt einmal drauf rum. Den will ich auch nicht filmen. Deswegen mal gucken. Vielleicht melde ich mich kurz von dort. Aber
Ansonsten berichte ich euch halt. Und sobald dann was passiert, und das sollte jetzt im Januar passieren, die Erdarbeiten sollen jetzt gemacht werden, aber wir wissen auch, wer das macht, das ist alles schon geklärt, aber der stimmt sich jetzt ab mit unserem Bauleiter und der hat noch nicht den genauen Termin und deswegen irgendwie sind die da noch nicht klar, wann die genau starten, die Erdarbeiten. Aber es wird jetzt demnächst passieren, also jetzt muss es langsam losgehen. Ja. Nur falls ihr euch wundert, unsere Baufirma, warum ich immer so genervt klinge oder so. An sich sind wir mit der Firma zufrieden. Wir haben auch keine Probleme. Also alles, was so in Klärung war oder was unklar war, ließ sich gut klären. Also überhaupt kein Thema. Und es läuft jetzt auch alles. Nur was uns einfach so immens Zeit gekostet hat, waren diese, sorry, blöden Architekten. Die lange Wartezeit auf die Architekten. Und dass die Architekten immer so lange gebraucht haben. Und das war lästig. Wir hatten ja damals gesagt, als es hieß, wir haben erst im August den Termin, also in 3,5 Monaten, wir können uns ja auch selber einen Architekten suchen. Und sogar der Vertreter von der Firma hat gesagt, können wir ja mal schauen. Eine Firma hat gesagt, nee, sie arbeiten immer mit diesen Architekten zusammen. Muss so sein, das ist halt so und bla 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 bla. Deswegen mussten wir da halt durch. Das ist das, was uns jetzt Zeit gekostet hat. Ansonsten wäre alles so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Aber diese blöde Architektenwartezeit, die war halt jetzt das, was so lange gedauert hat. Alles andere lief jetzt. Und warum es jetzt nochmal 1-2 Wochen länger gedauert hat, war die Bank. Es wurde noch ein Dokument von der Bank benötigt und die hat sich halt ein bisschen Zeit gelassen damit. Ne? Gut, das war auch die Firma, die haben alles geregelt und dann kam nach einer Woche plötzlich, wir brauchen noch das von der Bank. Okay, haben wir es an die Bank. Die hat dann nochmal eine Woche gebraucht und damit waren halt wieder 2 Wochen ins Land gegangen. Deswegen haben wir jetzt die Mitte Januar leider nicht geschafft. Aber, mein Gott, was rege ich mich jetzt auf über 2-3 Wochen. Das Einzige, was halt jetzt wirklich die Frage ist, schaffen wir es bis Weihnachten ins Haus oder nicht? Fertig sein von der Firma aus, sollten jetzt keine groben Verzögerungen auftreten, muss es eigentlich von der Bauzeit her. Die Frage ist, klappt es mit unserem Handwerker und mit Umzug? Das vor Weihnachten, das kann klappen, kann nicht klappen. Das hängt jetzt von einigen Faktoren ab und die können wir mit unserem Bauleiter besprechen, unserem Handwerker besprechen, aber halt auch erst, wenn wir genaue Daten haben und die müssten jetzt in den nächsten Tagen kommen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir Weihnachten schon da sein können. Das wäre ganz toll, aber gesagt ist es nicht. Was wir auf jeden Fall dieses Jahr nicht machen werden, sind die Außenanlagen. Also klar, Weg und Terrasse, aber wir werden jetzt nicht Zaun, Hecke, Garten, das werden wir nicht machen. Das schieben wir ins nächste Jahr, weil das wird zu spät. Man könnte es riskieren, aber nee, machen wir nicht. Das machen wir dann im Frühjahr. So der jetzige Plan. Schauen wir mal. Okay. Ja, aber das ist der aktuelle Status. Ich werde euch mal wieder mehr zum Haus berichten, auch detaillierter, wenn dann endlich mal die Fakten stehen, was da jetzt demnächst passiert und dann reden wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Ja, und jetzt im März müssten wir ja auch die Küche anzahlen. Steht ja im Vertrag, so ist ja auch gar kein Ding. Und wahrscheinlich dann auch bestellen. Wir sind uns noch nicht sicher mit dem Backofen. Ne? Ich will ja eigentlich nach wie vor perfect clean, also die Tatsache, dass nichts anbackt, diese Beschichtung, wo man das schön auswischen kann. Ich habe da nur Gutes zugehört. Das einzige Manko daran ist aber leider, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man das noch den Ofen noch relativ warm auswischen muss. An sich kein Ding, weil ich finde es eigentlich schöner, dass der Ofen gar nicht erst so richtig verdreckt. Aber realistisch betrachtet wischt man den Ofen warm aus. Im Alltag kann man es machen. Klar, wenn ich alleine bin, irgendwas backe oder mache, ist das jetzt kein Ding. Aber stellt euch mal vor, Weihnachten, ihr holt das Essen raus, richtet es an, dann wird gegessen. Da geht ihr ja nicht in die Küche zurück und putzt den Backofen. Auch wenn er schnell ausgewischt ist, das macht doch keiner. Oder wenn es so Abendbrot gibt, irgendwie, man holt was aus dem Ofen, alle anderen fangen an zu essen und ihr geht in die Küche und wischt den Ofen. Wie realistisch ist das? Ne? Deswegen wird es jetzt vielleicht doch Pyrolyse werden. Wir sind noch nicht hundertprozentig entschieden. Aber wir tendieren mittlerweile eher doch zur Pyrolyse, auch wenn ich das System von Perfect Clean immer noch besser finde. Aber und ich habe mich halt lange dran festgekrallt, ne, weil ich das eigentlich wirklich besser finde vom System her. Aber realistisch betrachtet, ich habe es jetzt erst wieder an Weihnachten für mich so eruiert. Ne, würde ich jetzt den Ofen auswischen? Hm, nicht wirklich.
Deswegen wird es wahrscheinlich doch Pyrolyse. Da suchen wir uns jetzt nur noch den passenden Ofen aus. Und dann ist eigentlich alles fix und wir können die Küche bestellen. Ich denke, das werden wir dann auch tun, weil ich denke, wir werden uns nicht mehr umentscheiden, weil ist er bestellt. Wir können ihm dann auch schon ungefähr die Richtung sagen, wann sie zu liefern ist. Sobald wir vom Bauleiter dann den Plan haben, können wir ihm ja ungefähr sagen, wann die geliefert werden soll. Und dann hoffe ich mal, es geht alles glatt. Genau. Und jetzt höre ich auf zu schnacken, setze mich an den Tisch und arbeite, bevor alle aufwachen. Ja, ich würde sagen, ich melde mich entweder später oder morgen bei euch. Eine kurze Wortmeldung gebe ich doch noch von mir. Ich war gerade joggen eine Stunde und ich bin tatsächlich auch das meiste durchgejoggt. Ich bin am Ende mal ein paar Schritte gewalkt und auch zwischendurch einmal so 2-3 Meter, weil da was mit meinen Kopfhörern war. Aber ansonsten bin ich es durchgejoggt. Nicht super schnell, bis auf ein paar Speeds, aber doch durchgängig. Also ich bin ganz zufrieden, aber jetzt bin ich irgendwie gerade durchgefrostet und das Einzige, woran ich jetzt denken konnte, die letzten Meter war baden, 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 baden. Ja, Annabelle ruht sich auf dem Sofa aus. Wir werden heute wahrscheinlich nicht zum Schwimmen gehen. Sie ist nicht krank, das Gefühl hat man nicht, aber sie ist auch nicht hundertprozentig fit. Wir lassen das, das bringt heute nichts. Ja, aber sie ruht sich gerade aus, sie spielt mit Hanna. Hanna ist gut drauf, hat heute Morgen nochmal richtig schön geschlafen. Ja, und so gegen 12:30 werden wir dann Mittagessen machen. Und dann alles okay. Ansonsten werden wir heute einfach nur chillig zu Hause bleiben. Wetter ist grau, feucht, diesig, usselig, kalt. Also überhaupt nicht schön. Deswegen gönne ich mir jetzt mal ein kurzes Bad. Zum Aufwärmen vor allem. Und gegen den kommenden Muskelkater. Und dann ein bisschen arbeiten, spielen. Ganz chillig zu Hause. Und ich denke, ich melde mich dann morgen, wenn wir unterwegs sind.